Also Übungsblatt 1, also insgesamt können Sie da 30 Punkte erhalten darüber. Und zwar behandelt das Übungsblatt 1 Datenimport, Datenerzeugung und Geodatenverarbeitung. Das sind die Schwerpunkte dieses Übungsblattes. Ja. Zur Geodatenverarbeitung werde ich dann nächste Woche mehr erzählen. Und wir schauen uns jetzt mal an, was in diesem Übungsblatt zu tun ist. Ausgangspunkt, also wir haben ja die Tabellen, die ich vorher erläutert habe. Ja, das sind ja hier diese Tabellen, die sind ja jetzt im Moment komplett leer. Und auf meiner Website stelle ich zwei CSV-Dateien zur Verfügung, nämlich einmal eine CSV-Datei für die Haltestellen. Ja. Also das ist die CSV-Datei für die Haltestellen. Und das beinhaltet ungefähr, also etwas über 300 Haltestellen. Da sind tatsächlich alle möglichen Haltestellen aus Berlin drin, also sowohl S-Bahn als auch U-Bahn-Haltestellen sind da drin. Wir werden uns später in der Bearbeitung auf die U-Bahn konzentrieren, aber hier ist erstmal alles drin. Ja? Sie sehen also zum Beispiel, dass wir den Theodor-Heuss-Platz hier haben, ja, die Kurzbezeichnung, dann gibt es eine Langbezeichnung und dann gibt es hier Longitude und Latitude. Ja? Und wenn Sie nochmal etwas aufs Datenmodell schauen, ja, im Datenmodell ist dieses Post und Post-P drin, das wird zu Anfang, bleibt einfach nochmal zu Anfang leer, ja, weil das hier nicht in den Daten drin ist, die Sie importieren müssen. Also das ist sozusagen ein Dataset, das Sie nutzen. Und das andere Dataset sind die Linien. Da stehen einfach nur die Linien drin, also die S-Bahn-Linien und die U-Bahn-Linien stehen da drin, ja, also auch nichts weiter Dramatisches jetzt. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt des Datenimports und der Datenerzeugung. Und wenn wir uns jetzt die Aufgabenstellung anschauen, dann ist es so, dass Sie einerseits Daten importieren müssen, andererseits müssen Sie gespeicherte Prozeduren entwickeln. Ja? Und hier gibt es nochmal so einen Hinweis dazu, wenn Sie mit dem DB Visualizer gespeicherte Prozeduren anlegen wollen, dann müssen Sie einerseits hier so eine Selektion in dem Tool-Setting vornehmen. Das steht hier. Ja? Und andererseits, das habe ich später aber auch nochmal in dem Beispielcode drin, müssen Sie Folgendes machen. Ich klicke hier mal kurz drauf, ja. Um jetzt in DB Visualizer komplexe SQL-Anweisungen ausführen zu können, ja, müssen Sie Folgendes machen. Sie müssen hier so ein Delimiter-Kommando drum herumschreiben. Sie sehen, hier wird eine Prozedur definiert, ja. Create or replace Function Hello. Das ist jetzt nicht HANA SQL-Skript, ja, das ist jetzt irgendwas anderes. Und dann kommt hier so ein Delimiter und hier geht es auch weiter mit dem Delimiter. Ja? Also das müssen Sie dann nutzen, damit das über einen DB Visualizer angelegt wird. Ja? Also wenn Sie eine Fehlermeldung bekommen beim Anlegen der SQL-Skript-Prozedur, dann erstmal checken, ob Parameterized SQL ausgeschaltet wurde. Und zum Zweiten, ob Sie da diese Delimiter verwendet haben. Ja. Ein allgemeiner Tipp noch, wenn Sie jetzt so gespeicherte Prozeduren implementieren, dann ist es häufig praktisch, Views anzulegen, die Ihnen die Daten so bereitstellen, wie Sie die brauchen können. Ja. So, es gibt eben halt eine Reihe von Teilaufgaben. Also es gibt drei Aufgabenbereiche. Ja, also wenn wir uns das hier nochmal anschauen, wo habe ich es jetzt definiert? Es gibt drei Aufgabenbereiche: die physische Netzstruktur, vier Aufgabenbereiche: die physische Netzstruktur, logische Netzstruktur, Visualisierung der Daten und Geospatial Analytics. Ja,
Und insgesamt können Sie 30 Punkte erlangen und die Anzahl der Punkte, die Sie pro Aufgabe bekommen, die finden Sie hier, ja? Also, wir schauen uns das mal an. Teilaufgabe 1 ist Haltestellen importieren. Das machen Sie bitte in Python, weil das über diese 100 Data Frames ganz bequem geht. Ja? Sie sehen, da gibt es auch nicht viel Punkte dafür. Also, da habe ich nur 2 Punkte für veranschlagt. Aber ich zeige Ihnen trotzdem, ich öffne mal jetzt die IPython-Datei, ja, die ich vorbereitet habe für die Übungsaufgabe. Und zwar, wenn wir jetzt also wieder hier hingehen und Folgendes machen. Also für diese Aufgabe wird auch ein Jupyter Notebook bereitgestellt, ja. Und dann kann ich, nee, das will ich jetzt, die Datei will ich speichern, ja. Die will ich jetzt hier nicht öffnen, Ü1.python. Und das würde ich wieder in meinem Temp-Verzeichnis hier machen, ja. Also ich speichere wieder das Notebook hier, ja. Und ich mache mal wieder kurz mein Anaconda-Fenster hier auf, ja. Also Conda Activate Work muss ich natürlich machen. Und dann gehe ich hier in das Temp-Verzeichnis hinein. Also, gehe in das Temp-Verzeichnis ein, mache jetzt hier Jupyter Notebook, ja. Starte jetzt hier mein Jupyter Notebook und öffne das Übungs-1, das Notebook hier. Dann habe ich jetzt hier schon alles soweit vorbereitet, ja. Also Aufgabe 1.1, Haltestellen importieren in Python. Das heißt, Sie implementieren hier so ein Import Stops und führen einfach hier Import Stops aus. Und danach sollen dann die Haltestellen in der Tabelle sein. Ja? Und der Ansatz, um das Ganze eben zu lösen, den Ansatz dafür, der basiert halt auf den HANA Data Frames. Und wenn ich hier einfach mal auf das Material hier gehe und hier auf die Referenz, HANA Data Frame Referenz gehe, jedenfalls finden Sie dort, also in dem ersten Notebook, was ich Ihnen heute Vormittag gezeigt habe, da habe ich ja die Daten aus der Datenbank in einen Data Frame importiert. Und die umgekehrte Richtung, aus einem Pandas Data Frame in einen HANA Data Frame zu übertragen, jetzt hat es tatsächlich funktioniert, endlich, das auch zu übertragen, das steht dort eben auch zur Verfügung. Ja? Sie haben also jetzt hier zum Beispiel so Data Frame Operationen, ja, und können dann damit, wenn man jetzt hier reinschaut, ja, dann findet man jetzt hier so Operationen in der Klasse Data Frame, ja. Zum Beispiel finden wir hier verschiedene Funktionen hier, ja. Distinct, oder wir können jetzt auf dem Data Frame verschiedene Sachen machen, ja. Und man kann eben halt, da müssen wir so ein bisschen suchen, ja. Jetzt hier drin kann man dann auch damit Daten in die Datenbank übertragen. Ja. Das ist also die Aufgabe. Sollte eigentlich schnell gemacht sein. Das ist keine komplexe Aufgabenstellung. Ja. Also Haltestellen importieren. Die nächste Aufgabe ist ein bisschen spannender. Und zwar geht es darum, Segmente zu erzeugen. Ja, die Segmente zu erzeugen. Und da ist es so, dass Sie eine Prozedur schreiben sollen. Ja, ich muss mal hier mal kurz mal auf umschalten auf
dass er nicht die Seiten so, was hier ein bisschen kleiner, dass wir jetzt das besser sehen können, ja. Also der erste Schritt ist, wir haben die Haltestellen hineingeladen. Das haben Sie programmiert. Der zweite Schritt ist, dass Sie dann die Segmente erzeugen müssen. Und zwar gebe ich Ihnen die Streckenverläufe vor. Ja, also so einen Streckenverlauf gebe ich einfach vor, indem ich hier die einzelnen Haltestellen hintereinander schreibe. Und auf meiner Website, ja, da finden Sie die nämlich auch. Wenn ich also jetzt hier auf die Übungsaufgabe gehe, ja, dann sehen Sie hier Aufrufe von gespeicherten Prozeduren, ja. Und wenn ich das jetzt hier öffne, dann sehen Sie hier zum Beispiel für die U1, dann rufen Sie die Prozedur Call Segments auf und dann sehen Sie, dass das von Warschauer Straße bis Uhlandstraße geht, die komplette U1. Ja, das heißt, ich habe hier alle Aufrufe der Prozedur, die aber von Ihnen zu implementieren ist. Sämtliche Aufrufe habe ich hier, also die Sie dann ausführen sollen, die stehen Ihnen jetzt hier zur Verfügung. Ne? Ihre Aufgabe, wie gesagt, besteht da drin, eine Prozedur, die heißt einfach Segments und die bekommt einfach nur so ein Parameter, das ist dieser String. Ja, Sie sehen, nVarchar 5000 habe ich den hier gewählt. Der bekommt der. Und der soll einfach dann entsprechende Datensätze in der Segmenttabelle anlegen. Also wenn wir mal dieses Beispiel nehmen, Berlin Hauptbahnhof, Bundestag, Brandenburger Tor. Das führt zu einem Segment zwischen Berlin Hauptbahnhof und Bundestag und ein zweites Segment von Bundestag zu Brandenburger Tor. Ich habe hier mal die Haltestellen-IDs hier mal rausgesucht. Das heißt, Sie kriegen einmal Hauptbahnhof, Bundestag und dann Bundestag und Brandenburger Tor. Und dadurch, dass das ja bidirektional sein soll, also in beide Richtungen gehen soll, muss auch noch der umgekehrte, müssen die umgekehrte Datensätze hier auch noch eingetragen werden. Ja? Und diese Prozedur, die trägt erstmal nur HIDA und HIDB ein, ja, in die Tabelle, aber noch nichts irgendwie an Dauern, Längen oder Linien, die durch die Segmente gehen. Das hat erstmal Nullwerte, ja. Also das ist das, was dort in dieser Aufgabe dann passieren soll. Und wenn wir jetzt mal in das, nee, wenn wir jetzt hier hineinschauen in das Jupyter Notebook, dann habe ich hier, Sie sehen es, Procedure Segments, ja, habe ich hier den Code dafür, den Rahmen auch schon Ihnen hier bereitgestellt. Den können Sie natürlich nicht hier in dem Jupyter Notebook ausführen. Ja? Den müssen Sie dann in dem DB Visualizer ausführen, diesen Code, das ist klar. Und die Ausführung, die Aufrufe der finden Sie dann in dieser Segment.text-Datei. Aber die Abgabe, ich möchte von Ihnen, wenn Sie später die Aufgabe abgeben, nur dieses eine Jupyter Notebook haben. Und dann möchte ich Ihren Code hier drin haben. Ja? Sie können natürlich Ihren Code in weitere Teilprozeduren aufteilen, wenn Sie das für sinnvoll erachten. Ja, das können Sie natürlich jederzeit machen. So, dann haben wir die Teilaufgabe 1.3. Das wäre jetzt eben halt die Geodaten ergänzen. Ja, das heißt, dass sie einerseits diese in der Haltestelle die Punkte ergänzen, ja, und dass sie in der Tabelle Segmente die Länge in Metern und die Dauer ergänzen, ja, das ist also und dass sie dieses Linie und Linie P entsprechend ergänzen, ja, und dazu sollen sie einfach eine Prozedur, die habe ich einfach Procedure Spatial genannt, ja, und der geben sie mit eine Geschwindigkeit. Meter in Sekunden, ja. Das ist die Geschwindigkeit, mit der eben die Segmente durchfahren sollen. Mit der können Sie dann die Dauer berechnen. Ja. Und ich würde einfach mal sagen, an dieser Stelle reicht es, soll es für heute reichen. Ich würde dann nächste Woche die Aufgabenstellung weitergehend erläutern.